Also, wir nehmen das Thema, wie gehe ich damit um, wenn ich getriggert werde? So, wir fangen an. Lass dich eine bequeme und aufrechte Haltung einnehmen und schicke deinen Atem sanft in dein Herzchakra in der Mitte deiner Brust. Bleibe dort verankert für die gesamte Meditation. Fokussiere dich nicht dort drauf. Das heißt, du musst dich nicht anstrengen, um in deinem Herzen zu ruhen, sondern lass dich ganz sanft, wie auf einer Wolke, in deinem Herzen liegen. Das ist dein Zuhause. Man muss sich nicht anstrengen, um zu Hause zu sein. Unser Thema für die geführte Meditation heute lautet: Wie gehe ich damit um, wenn ich getriggert werde? Wenn mich etwas zur Weißglut bringt, auf die Palme, 180. Die kleinen und die großen Dinge. Das, was die meisten von uns normalerweise gelernt haben zu tun, ist sich zusammenreißen. Sich nichts anmerken lassen. Gute Miene zum bösen Spiel machen. Es runterschlucken. Und diese Dinge werden dann zu Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Gliederschmerzen und so weiter und so weiter. Und wenn das über Jahre oder Jahrzehnte so geht, kann sich das Ganze sogar ziemlich auswachsen. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig zu wissen, wie gehe ich damit um, wenn ich getriggert werde. Grundsätzlich gilt, je mehr du denkst zu wissen, desto mehr wirst du dich getriggert fühlen. Je mehr du eine festgeformte Identität hast und glaubst, du weißt, wer du bist, desto mehr wirst du getriggert werden. Getriggert werden bedeutet in der Regel, dass nur Platz ist für eine Meinung, für eine Ansicht. Und nicht für zwei. Das heißt, alles ist eine Frage der Ausgedehntheit deines Bewusstseins und der Offenheit deines Herzens. Gandhi wurde mal gefragt, wie geht er mit seinen Feinden um? Wie geht er mit den Menschen um, die ihm Böses wollen? Und Mahatma hat geantwortet: Ich treffe sie in meinem Herzen. Wenn wir getriggert werden, ist normalerweise, dass wir das Gefühl haben von diesem Highlander-Prinzip. Es kann nur einen geben. Einer muss Recht haben und einer Unrecht. Einer muss richtig sein und einer falsch. Einer muss gut sein und einer böse. Und das macht sich eben schon fest. An den kleinen Dingen, dass die Spülmaschine nicht korrekt eingeräumt ist, dass jemand vergessen hat, das Licht auszuschalten, oder die Autoheizung vorher einzustellen, bevor man losfährt, die Sitzheizung, oder. Das heißt, was passiert ist im Grunde genommen, dass jeder von uns das Ego ist so ein kleiner Diktator, der in uns wohnt.
und denkt, dass die ganze Welt so sein muss, wie unser konditionierter Verstand es vorschreibt. Und dass wir diesen Diktator in uns haben, das fällt normalerweise gar nicht so auf, weil wir eben normalerweise uns ständig zusammenreißen. Und so viel runterschlucken. Nur, wenn du auf dem spirituellen Weg bist, je mehr sich dein Herz öffnet, je mehr sich dein Bewusstsein öffnet, je mehr die ganze Ego-Kontrolle nachlässt, desto mehr kommt alles hoch. Und dann wirst du eines bemerken, du kommst irgendwann mit deinem Verstand nicht mehr hinterher. Du möchtest positiv denken, du möchtest sagen, okay, ah, ich akzeptiere, dass der so ist und ich akzeptiere, dass die so ist, mein Kind so ist, meine Kollegen so sind, meine Kunden so sind und so weiter und so weiter. Aber du wirst immer mehr merken, dass du immer öfter getriggert wirst und immer mehr auf dich einprasselt. Und ich denke, dass auch deswegen von euch heute diese Frage kam. Und wenn das passiert, dann merkst du immer mehr, dass es nicht eine Frage deines Verstandes ist, sondern eine Frage deines Herzens. Das heißt, wenn du getriggert wirst, finde so schnell wie möglich und doch gleichzeitig in aller Ruhe, ich will sagen, auf direktem Weg in dein Herz. Kämpf nicht mit deinem Verstand. Sag nicht, okay, ich muss ihn akzeptieren, obwohl ich ihn nicht ausstehen kann. Ich muss damit zurechtkommen, obwohl ich es hasse. Ich darf mich nicht getriggert fühlen, weil ich möchte ein guter spiritueller Mensch sein. Das alles wird zu immer mehr Leiden führen. Wie ist die Lösung? Gehe auf direktem Weg mit deinem Bewusstsein in dein Herzchakra und lass dich dort sein. Automatisch wirst du in den Genuss der Stille kommen und automatisch wird dieser Gedanke, an dem du vorher festgehalten hast, wo du gedacht hast, so muss die Welt sein, automatisch wirst du erkennen, wenn du in deinem Herzen bist, wie klein und unbedeutend eigentlich diese Forderung ist. Das heißt, es geht nicht darum, deine Gefühle zu unterdrücken, gegen die Wut anzukämpfen, sondern einfach zu spüren, wie wunderschön es in deinem Herzen ist. Und indem du was Besseres findest, wird es immer leichter für dich, von dem Schmerz loszulassen. Du wirst immer mehr feststellen, dass das, was du dachtest, was dein Standpunkt ist und deine Meinung, dass es einfach nur Schmerz ist. Daran festzuhalten, darauf zu bestehen. Weil in dem Moment trittst du eigentlich aus dem Strom des Lebens, aus dem Tao. Sicher kennst du den Taoismus. Und Glück besteht darin, dass du mit allem mitfließen kannst, so wie es geschieht. Das heißt nicht, dass du alles immer nur passiv hinnimmst. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Es bedeutet, dass du aufhörst, faul zu sein. Denn wenn du sagst, warum ist die Spülmaschine so eingeräumt, falsch eingeräumt, eigentlich ist das Bequemlichkeit. Wenn du getriggert bist, weil die Fernbedienung nicht dort liegt, wo sie liegen sollte, heißt es eigentlich, du bist faul. Du hast keine Lust, dich einzusetzen im Leben. Stattdessen bist du einfach nur stur.
Und dann wird dein Leben doppelt anstrengend, weil jetzt wirst du auch noch streiten mit deinem Partner, mit deinen Kindern. Da ist Schmerz in dir und den gibst du weiter nach außen. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Die Fernbedienung ist nicht da. Erster Schritt ist erstmal die Schönheit dessen zu sehen. Ah, die Fernbedienung ist nicht da. Kann ich die Schönheit dessen sehen? Der Verstand wird sagen, was soll daran schön sein? Aber der Verstand ist blind. In dem Moment, wo du in deinem Herzen bist, wirst du merken, dass dein ganzes Leben wundervoll ist, auch wenn die Fernbedienung nicht dort liegt, wo sie liegen sollte, angeblich. Und dein Ego wird behaupten, dass du handlungsunfähig wirst, wenn du nicht in der Lage bist, jetzt wütend zu werden und auf deinem Standpunkt zu bestehen. Aber wenn du genau einmal hinschaust, dann wirst du merken, es ist genau umgekehrt. Die ganze Zeit, wo du dich zusammenreißt, wo du Dinge runterschluckst, wo du eine Maske aufsetzt, damit niemand sieht, dass du wütend bist oder genervt oder ungeduldig. In dieser Zeit bist du eigentlich erstarrt. Und du drehst dich im Kreis um dich selbst. Du weißt nicht, wohin mit dir. Was mache ich mit dieser Wut? Was mache ich mit dieser Genervtheit? In dem Moment, wo du in dein Herz gehst, und das ist nichts, was mit Denken geht. Du kannst nicht durch Denken in dein Herz gehen. Sondern das ist eine Bewegung deines Bewusstseins in dein Herz. In dein Zentrum, in deine Mitte. Und wenn du dann wieder in deiner Mitte bist, dann kannst du einfach jemanden fragen, wo ist die Fernbedienung? Du könntest sogar sagen, können wir uns darauf einigen, in Zukunft die Fernbedienung hier und hier hinzulegen? Ohne Druck, ohne Vorwurf, ohne all das. Nicht, indem du dich zusammenreißt, sondern weil das einfach die Natur deines Herzens ist. So spricht dein Herz. Dein Herz gibt dir Raum und dem anderen Raum. Es ist ein Leben und Leben lassen. Und plötzlich erreichst du viel mehr mit weniger Aufwand in Harmonie. Da gibt es nur ein Kleingedrucktes. Der erste Moment, in dem du in dein Herz gehst, wirst du häufig spüren, dass dein Herz wehtut. Du wirst merken, oh, die ganze Zeit, wo ich getriggert wurde, war ich fern von meinem Herzen. Und es ist so, als ob du, wenn du jetzt zurückkommst, dann knarrt die Tür. Sie ist schlecht geölt. Sie geht schwer. Diesen kleinen oder großen Schmerz, wenn du zurückkommst in dein Herz, den musst du bereit sein zu fühlen. Das ist das Kleingedruckte und ich kann dir das nicht verheimlichen. Und anders geht's nicht. Es ist einfach im Verstand stecken zu bleiben, wütend zu sein, selbstherrlich zu sein, selbstgefällig zu sein, arrogant zu sein. Das alles ist einfach. Und es braucht einen gewissen Mut, den Weg zurück in dein Herz zu gehen. Und dort gibt es keine Verlierer. Es ist nicht so,
dass du falsch bist. Du darfst dir wünschen, dass die Fernbedienung dort liegen soll. Und der andere darf sie woanders hinlegen. In deinem Verstand musst du die ganze Zeit kämpfen und versuchen, dir selbst einzubläuen, dass es okay ist, dass der andere ist, wie er ist und dass du okay bist, wie du bist. Aber du wirst merken, wie diese Diskussion immer weitergeht. On and on and on it goes. Und wenn du in deinem Herzen bist, ist das, was ich jetzt gerade sage, eine absolute Selbstverständlichkeit. Dein Herz kennt nichts anderes als Akzeptanz, Toleranz, Respekt, Friedfertigkeit. Es ist eine absolute Selbstverständlichkeit. Und überprüfe noch einmal, wie anders das jetzt ist, was ich dir gesagt habe, als das, was du vielleicht bisher probiert hast. Dich zusammenreißen, nichts anmerken lassen. Die ganze Zeit immer überlegen, muss ich das jetzt ertragen oder nicht? Stimmt was mit mir nicht? Zu anderen laufen und Verständnis dir holen, gucken, bist du nicht auch der Meinung, dass die Fernbedienung dort liegen sollte? Findest du es nicht auch schrecklich, wenn man die Spülmaschine so und so einräumt? All das brauchst du nicht. Was für eine Erleichterung. Was für eine Erleichterung. Aber es geht nur, wenn du bewusst in jedem Augenblick bist. Sodass jeder Trigger für dich zum Anlass wird, zurück in dein Herz zu finden. Jeder Trigger ist im Grunde genommen eine Hilfe. Oh, ich bin gerade nicht im Herzen. Ich habe mich rausreißen lassen. Ich habe mich verloren. Insofern helfen die Trigger dir sogar, dich immer wieder zu finden und immer öfter in deiner Mitte zu sein. Okay, dann atme einmal tief durch. Also, für alle, die sich für eine Einzelsession interessieren, weil alle fragen mich immer, Marc, gibst du Einzelsessions? Und ich sage das jetzt mal einmal für alle, dass nicht immer alle fragen. So, könnt ihr gerne machen. Ihr könnt mir einfach an die Nummer dort schreiben und ihr könnt mir auch an diese Nummer schreiben, wenn ihr in Zukunft auf dem Laufenden gehalten werden wollt. Es gibt über WhatsApp ein Newsletter. Das ist keine Gruppe, das ist wichtig. Das heißt, ihr werdet dann nicht genervt, wie das in Gruppen ist, sondern ihr bekommt nur von mir eine Nachricht und ihr könnt mir antworten oder mir Fragen stellen und das sieht keiner, das kriegt keiner mit und das ist alles. Okay, das ist eine sehr schöne Sache. Wer das möchte, der möge mir eine WhatsApp schreiben an die Nummer 0173 4222028. Klingt wie im Fernsehen, ne?